Guten Morgen, Niederlande. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hab's mir nicht nehmen lassen, endlich mal wieder eine Prediction rauszuhauen. Und zwar haben wir am Wochenende das Mayhem Nummer 7, glaube ich. Auf jeden Fall wieder mal ein richtig fettes Line-Up, Festsaal-Kreuzberg-Event. Ich werde diesmal leider nicht schaffen, live dabei zu sein. Ich hätte es gerne gesehen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Ich habe euch gesagt, ich werde jetzt gar nicht mehr so viel Predictions machen in Zukunft, weil wenn da, sage ich mal, mehrere Namen auf dem Flyer stehen, die ich gar nicht kenne, wo ich nicht viel zu sagen kann und dann, sage ich mal, einfach eine Prediction abgebe, so ins Blaue hinein, das bringt auch nichts, ist nicht cool. Jetzt haben wir hier aber natürlich auch ein Event, wo ich eigentlich jeden Namen sehr gut kenne, wo ich vielleicht ein bisschen was zu sagen könnte. Und ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, für die, die länger dabei sind, es hat damals, ich weiß gar nicht, ob das im Facebook-Forum war oder wo das stattgefunden hat, ich kann mich nicht genau erinnern, es hat mal so ein Dilteli-Bingo gegeben. Da haben die dann immer so, keine Ahnung, so 15 Facts genannt und man konnte irgendwie Predictions abgeben, was davon zutrifft. Und ich habe mir einfach mal so aus Jux und Dollerei gedacht, wisst ihr was, das machen wir nach der Prediction auch noch. Das heißt, ich glaube, ich habe 6 oder 7 Facts aufgeschrieben. Wir könnten einfach mal sagen, ihr könnt kommentieren, wer alle trifft. Na, wer alle trifft oder wer die meisten Treffer hat, der würde an einem Gewinnspiel teilnehmen. Zwar würde ich ohne Absprache mit dem Veranstalter, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ich würde 2 Pay-Per-View-Codes verlosen für München. Ich weiß halt nie, ob er es schafft, da auch immer vor Ort zu sein. Ich weiß gerade nicht, ob die Tickets ausverkauft sind. Ich würde einfach mal sagen, 2 Pay-Per-View-Codes ist cool für das Event in München, wo mein übernächstes Battle, mein nächstes Dilteli-Match gegen MC Goyner stattfindet. Also kommentiert am Ende, wenn ich die Facts vorgelesen habe, einfach mit den Dingern, wo ihr sagt, das passiert. Und genau, wer die meisten Treffer hat, also wenn es mehrere sind, dann lose ich das aus. Da würde ich unter allen Kommentaren 2 Pay-Per-View-Codes für München verlosen. So, also ich glaube, wie gesagt, das ist nicht das beste Line-Up, was es im Festsaal in den letzten Jahren gegeben hat. Das soll jetzt kein Disrespect sein, aber ich glaube einfach so von den Namen her und den Konstellationen habe ich das Gefühl, dass das letztes Jahr der B-Day somit die geilste Card gewesen ist. Vielleicht war es auch was anderes, ne? Also aus älteren Zeiten vielleicht irgendein Event, wo nicht mehr rangekommen worden ist. Ich würde aber jetzt so sagen, in den letzten 2 Jahren ist weiterhin der 10. B-Day so mein Favorit, was die Namen angeht. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Ich bin jetzt auch so ein bisschen damit wieder konfrontiert worden. Warum gegen Lucky Lily? Warum gegen Goyner? Warum Kiruma und Hiding John absagen? Und ich habe auch gesagt, Mann, es muss gar nicht immer sein, dass nur weil die Matchups größer sind oder die größeren Namen haben, dass die Battles am Ende auch krasser werden. Im Gegenteil, ich habe manchmal, also ich will jetzt nicht sagen, dass diese Battles schlecht werden, aber ich sag mal, oft sind die Erwartungen an solche Battles so übertrieben hoch, dass man dann oft eher enttäuscht wird, ne? Während es andersrum halt eher ins Positive wechselt, ne? Also dass ihr jetzt zum Beispiel denkt, okay, was sollen das für Battles werden? Und im Endeffekt, wenn die Abriss werden, dann ist das vielleicht noch geiler, weil ihr damit nicht gerechnet hättet und das Ganze dann einfach ein bisschen überraschender ist. Na, das nochmal zum 10. Mal nebenbei. Naja, ich würde sagen, ich wechsle mal auf den Monitor, ich gucke mir den Videoflyer an und gebe dann meine Kommentare ab. Und wie gesagt, vergesst nicht, wenn ich mit der Prediction fertig bin, machen wir im Schlusswort noch das Bingo-Gewinnspiel. Wir sehen uns gleich. A character that was drawn from The Simpsons. I make you feel chronic pain like withdrawal symptoms. Boy, your music reminds me of when Andy Dufresne was locking out the warden in prison, cause ain't nobody hearing your music unless they're forced to listen. And just like the library that was in memory of Brooks, I'll have thesaurus handled by felons, thieves and crooks. Red's gift to Andy, I'll conceal this weapon in a book. But boy, to kill him would be an honor, cause this prima donna was rapping prima donna. Then go hard on
front of fans in the streets for not watching, cause we know a Magnum's a revolver with a hammer, you not cocking. Actually, let me correct that, cause the hammer's the bullet, no wonder you're not popping. Yo, this like, it'll fly out, this like Isaiah Thomas versus John Stockton. Wait, what y'all watching? I'm talking about Isaiah Thomas from the early 2000s versus John Stockton. What's y'all top 10? But he gonna be like, how y'all say y'all different? I said, cause Jerome, you use fake bars with it. You're autistic, I'm artistic. See, mine's got an AR in it. Ja, I only understand Train Station. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Also ich verstehe nicht alles, oder ich müsste mir das halt ein paar Mal hintereinander angucken, dass ich wirklich alles verstehe. Mein Englisch ist wirklich nicht so gut. Deswegen ist das tatsächlich das einzige Match, wo ich nicht so viel zu sagen kann. Ich habe das Match von Quill im Dezember nicht gesehen. Das war für mich so eine Gelegenheit, so mich mit den paar Dudes, die auch kein Englisch können, im Backstage ein bisschen mal wieder auszutauschen, ein bisschen in Ruhe zu talken und so. War auf jeden Fall auch ganz angenehm. Wie gesagt, soll gar nicht respektlos sein, aber ich finde, hat keiner was von so, wenn sich Leute ein Battle angucken, wo die wirklich einfach nichts verstehen, so, ne? Und ich hätte aber trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, dass das geht voll auf die Fresse. Jetzt gerade in einem Ausschnitt hatte ich das Gefühl, Quill und der andere hieß irgendwie Dinosaurier oder sowas, ne? Das war schon so ein bisschen friendly, ne? So auch die Antwort, die dann da reinkam, er hat irgendwas gesagt, so du siehst aus wie so ein Simpsons-Charakter, und der andere meinte dann so, do! Ich weiß nicht, er hat auf jeden Fall so ein bisschen ja, so einen freundlichen Vibe irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie das hier wird. Na, also wie gesagt, ich höre immer nur von anderen Leuten, so in Amerika, Kanada, wo auch immer die Veranstaltungen sind, da sind die uns halt so in Sachen Delivery und Nahkommen und Aggressivität im Battle und so meilenweit voraus. Hatte ich jetzt in den beiden Ausschnitten gar nicht so das Gefühl. Muss aber ja auch nicht immer zu 100% so sein. Hello the Dawn. Kann ich auch nicht viel zu sagen. Das ist für mich halt immer so, also ich werde vielen Battle-Rap-Fans vermutlich so das Herz brechen, aber ich habe auch schon mal gesagt, Mann, ich könnte jetzt neben dem größten Dartspieler irgendwie im Café sitzen oder neben dem größten Baseballspieler. Ich kenne ihn halt nicht so, weißt du, so, dann ist das für mich jetzt nicht so das Highlight, so, ne? Und ich habe insbesondere von Cynic aus seinen Auge-Folgen schon immer mal wieder gehört, dass Hallo für ihn so wirklich der Baba im Game ist, so der beste Battle-Rapper überhaupt. Haben mir auch ein paar andere gesagt, also Kato ist ja auch großer Fan von King of the Dot und sowas. Und er meinte zu mir auf jeden Fall, alleine dafür will er nach Berlin. Na, so natürlich Rest der Card auch, aber für ihn ist das mal wieder ein Riesen-Highlight. Das war es auch im Dezember. Von daher, ich kann da keine Prediction zu abgeben. Ich hoffe einfach, die Leute, die sich drauf freuen, werden unterhalten. Ich denke mal, das wird so sein. Und dass es sich auch für die beiden auf Englisch hier in Deutschland gut anfühlt, weil, wie gesagt, ich habe immer so das Gefühl, klar, mit Englisch geht das überall, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, bei so einer Veranstaltung, da trittst du dann auf und hast vielleicht richtig gutes Material und hast einfach zu wenig, die das inhaltlich verstehen. Na, also ich glaube, es gibt viele, die besseres Englisch sprechen als ich, aber ich glaube, es gibt auch, wenn man ehrlich ist, ganz viele auf diesen Veranstaltungen, die zumindest nicht 100% so alleine wegen der Sprache verstehen und dementsprechend auch einfach so bisschen Crowd-Reactions und so verloren gehen, ne, weil man eben einfach nicht mitkommt. Aber keine Ahnung. Crackpipe ist nicht da, so wie du jetzt. Crackpipe ist nicht da. Crackpipe ist nicht da und du nennst ihn den Hurensohn vor der Cam. Aber wo war der krasse Davy vor Gregors Gang in FFM? Der war nicht da, Davy, weil du ein Lutscher bist, der nur nach unten tritt. Weil dein Gangster-Mitch gelogen und erfunden ist. Du hast versucht, mich auf den Splash einzuschüchtern. Und es hat nicht geklappt und seitdem nie wieder in meine Richtung das Maul aufgemacht. Und nein, ich denke nicht, ich wäre der krasseste Kämpfer. Ich mach nicht auf Gangster, aber ich lass mich nicht unterdrücken von so einem auf hart machenden Blender. Und das ist der Grund, Davy, aus dem du von mir keinen Respekt kriegst. Wegen deiner Leistung gegen Schote, Taggy oder Mavchick. Weil du jeden unterdrückst, den du Missgeburt für schwächer hältst. Du bist der Hund, der schwache beißt, aber ansonsten am schwächsten bellt. Und
du hattest solche Angst, dass die Crowd deine Aussage nicht im Grunde checkt, dass du nicht nur deine Runde rappst, sondern auch gleichzeitig in der Runde rappst, warum es okay ist, dass du diese Runde rappst, Junge. Ey, Davy, du bist voll homophob, das geht gar nicht klar. Okay, ich hab jetzt auch voll viel über Vincis Schwanz in seinem Arsch gesagt, aber die zwei sind ja auch Freunde, da darf man das. Und Homophobie kann ja auch witzig sein, aber nur, wenn man es nicht so meint. Und bei ihm hat sich's ja leider angeboten und ich kann auch nicht homophob sein. Ich hab mir schon voll viele Kleider angezogen. Junge, warum gerätst du da so in Panik, Mann? Du kommst ja schon ins Schwimmen, bevor Anna dich überhaupt was fragen kann. So, auch eine sehr überraschende Konstellation, würde ich jetzt einfach mal sagen. Vielleicht Frage da nochmal an euch. Hat Heiding außer dem Sisyphos und dem Goyner-Battle schon mal ein Festseil-Match gehabt? Oder ist das jetzt sein drittes? Also hat er schon mehr gehabt als die beiden, die ich aufgezählt habe? Oder hat er nur die beiden? Weil ich würde sagen, so alles in allem habe ich das Gefühl, ähnlich wie bei mir, ne? Also ist jetzt schwierig, weil gegen Nidal war super, gegen Mikesh war dann gar nichts und gegen Jamie, ja, wurde von vielen so als Match des Abends bezeichnet, aber ich weiß es nicht so. Ich selber bin halt sehr selbstkritisch und ich bin nicht so zufrieden mit mir. Nicht inhaltlich, sondern einfach, wie es am Ende gelaufen ist. Und ich habe so das Gefühl, dass ein Heiding John zum Beispiel auch im Festsaal noch nicht so ganz auf seine 100% kommt. Der war gegen Goyner stark. Der war auch gegen Sisyphos extrem stark, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der bringt ja keine schwächeren Leistungen als sonst, aber er kommt irgendwie schwächer rüber. So als ob das, was er da macht, irgendwie auf, keine Ahnung, so in dieser Riesen-Location irgendwie nicht so ballert wie in kleineren Locations. Ich weiß nicht, es ist nur so meine Meinung. Hat jetzt auch richtig viele Battles schon dieses Jahr gemacht. Also ich weiß gar nicht, allein in diesem Jahr, das gegen Kiruma, das war noch Ende letzten Jahres. Der hat einiges gemacht, Mann. Der, also auch so plattformübergreifend, ist für mich halt immer so eine Sache. Also ich finde, so 2 Monate sollten eigentlich dazwischen liegen. Da, ja, vielleicht schaffst du auch mal eins mehr, ne? Aber so zwischen 6 und 7 Battles im Jahr ist schon Maximum, ne? Also also Maximum wäre das für mich, um konstant sagen zu können, ich schaffe es auch, die Vorbereitungszeit so zu nutzen wie immer. Sprich, jetzt nicht schnell was runterschreiben, Zeitdruck zu haben, genug Zeit zum Auswendiglernen zu haben, nicht eine Woche vorher anzufangen und sowas, ne? Und ich glaube, Steinschleuder hat im letzten Jahr irgendwie gesagt, der will jeden Monat battlen, der will 12 Battles in 12 Monaten machen. Da sind halt einige dabei gewesen, die waren dann halt irgendwann auch vom Namen nicht mehr so spannend. Aber auch von seinen Leistungen hat man halt gesehen, es hat einfach nicht funktioniert, dass er ein Level hält. Und da sind wir halt wieder beim Thema, egal wen du battlest, wenn du Fans hast, wenn du Supporter hast, die Battles von dir sehen wollen, dann kannst du auch gegen den kleinsten Namen super Battle liefern, so, weißt du? Und vielleicht ist es sogar noch lustiger von deiner Seite oder du hast spannendere Themen als gegen einen großen Namen, wo es so 3 Themen in jedem Battle gibt und du knüpfst irgendwie daran an. Keine Ahnung, ne? Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo Heiding John sich da gerade befindet, aber ich würde sagen, der hat doch dieses Jahr bestimmt schon 2, wenn nicht 3 Battles gemacht, ne? Dann hat er das jetzt, dann ist er auch in München wieder am Start, also das ist schon crazy, wie viel der macht. Bisher würde ich auch nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Leistung darunter leidet. Aber man weiß halt nie, wo es hinführt. Ne? Man weiß nie, wie viel Zeit braucht er für so ein Battle, wie lange sitzt er da dran, wie lange recherchiert der, kommt er vielleicht doch irgendwann in so eine Phase, wo ihm das Ganze zu viel wird. Ne? Bisher hatte ich nicht das Gefühl. Shizu, ich muss mal gerade überlegen, was war denn Shizus, hatte der noch ein Match nach dem Davy-Battle, wo Davy nicht da war, also wo Steinschleuder stand in München, weil das war für ihn auf jeden Fall ein bisschen schade. Das war meiner Meinung nach seine beste Einzelleistung, die er bisher hatte. Und da geht halt viel von verloren, wenn der Gegner nicht am Start ist. Und wenn du dann halt jemanden hast, der den Gegner, sag ich mal, ersetzt, imitiert und das vielleicht auch einfach so vom Bild so einfach nicht passt und das, was der andere dann draus macht, das Ganze irgendwie in ein witziges Battle wandelt, ne? Weil ich glaube, die Parts von Shizu waren sehr ernst, die waren aggressiv, die waren böse
Und ich hätte mich wirklich gefreut zu sehen, was wäre das für ein Battle und wie hätte Davy dagegen gehalten, wenn er gekommen wäre und wenn er so abliefert wie eigentlich das ganze letzte Jahr wieder. Ne? Der hat bei Top Tier jetzt super Battles gemacht. Der hat meiner Meinung nach das beste Battle hier vom United Event gehabt, zusammen mit Bedard. Ne? Also die haben sich beide nichts genommen. Und so ein Davy gegen diesen Shizu vom letzten Jahr zu sehen, das hätte das Ding wirklich spannend gemacht und wäre meiner Meinung nach auch wirklich ein Highlight in 2023 geworden. So war es immer noch eine sehr gute Leistung von Shizu, aber die kannst du halt irgendwie nicht so richtig einordnen, wenn dann da halt ein Josef Steinschleuder als Davy Jones steht, der aus einem ernsten, bösen Battle, ja, irgendwie so eine Comedy-Show macht. So, ne? Das ist so meine Meinung dazu. Hatte Shizu jetzt danach noch was? Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht genau erinnern. Ich weiß, der hatte das On-Beat-Match gegen Morgana, wo die am Ende den dritten Part so zusammengerappt haben. Würde ich da jetzt gar nicht mit einfließen lassen, weil es On-Beat war. Der sollte, glaube ich, ein Match gegen diese Liza haben. Das wurde dann abgesagt, aber ansonsten hat er doch eigentlich kein A Cappella mehr gemacht, oder? Oder ich habe irgendwas vergessen. Ist halt für mich jetzt so die Frage, ne? Da liegt jetzt fast ein Jahr dazwischen. Was ist in der Zeit passiert? Ne? Nochmal Steigerung, vielleicht ist irgendwas verloren gegangen, weil jetzt eben so viel Zeit dazwischen lag, ich weiß es nicht. Ich habe aber tatsächlich irgendwie im Gefühl, dass Shizu da anknüpft, ne? Weil ich glaube, der ist auch so in den Köpfen der Leute noch ein bisschen unterschätzt. Und hat noch kein hohes Ranking, so nehme ich so wahr, würde ich einfach mal so sagen. Und ich glaube, dass das so eine der Überraschungen an diesem Abend wird, nämlich dass der, sag ich mal, ein Battle liefert, was so die Erwartungen so ein bisschen überbietet. Und ich habe irgendwie im Gefühl, dass ich in diesem Match so ein bisschen zeigen wird, dass Heiding sich übernimmt. Also es ist einfach nur ein Gefühl von mir, ne? Also dass Shizu jetzt nicht den Peak Heiding John schlagen wird, sondern auf jeden Fall die Nase vorn haben wird, aber gegen einen nicht schlechten Heiding, aber auch einen, der langsam so ein bisschen merken wird, dass er sich vielleicht zu viel vornimmt. Ansonsten glaube ich, ist Shizu ein idealer Gegner für Heiding John, was so dieses sich drüber lustig machen angeht. Und ich bin halt immer gespannt, wann macht Heiding mal diesen nächsten Schritt oder wann gelingt ihm der nächste Schritt, den Gegner auch mal anders zu treffen, als ihn dumm aussehen zu lassen. Will er das überhaupt? Ne? Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, für mich ist Heiding John absolut kein Titelcontender, solange er nichts macht, außer lustig sein. Das reicht für mich für einen Champion nicht. Meine Meinung. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Ding, ja, etwas überraschend am Ende, aber ich glaube, das geht an Shizu. Aber ich lasse mich gerne überraschen und freue mich auf den Pay-Per-View. An der Stelle auch Levent, 24 Stunden Achi. Junge, wenn ich gay wäre... Dann wär's hier aber hot und spicy. So wie Köftefleisch, Junge. Der erste Battle-Rapper, der sich in Stöckelschuhen und Röcken zeigt, Junge. Todmutter, ich würde dir antanzen, dass den Männern die Schamesröte in die Köpfe steigt, Junge. Ich red von Lippenstift und Netzshirt. Ich red von Harald Glöckner, Scheiß, Junge. Richtiges Schwuchtelzeug. Digga, das geht direkt viral. Und das Cash wird abkassiert. Digga, wenn schon Faggot, dann aber Faggot of the Year. Dein Mikesh-Battle war unterirdisch. Auch das Jarambo-Match war weitem noch nicht fehlerfrei. Da sagst du, ich könnte lyrisch diesen Mongo hier verhauen. Und beweist damit das Gegenteil. Kein Plan, warum du dich für so eine Line entscheidest. Du reimst entweder einsilbig oder unsauber. Aber meistens beides. Ich meine, so ein Cynic-Moment hat schon jeder hier im Raum gehabt. Wo man nur merkt, dass der Reim kam, weil er eine Pause macht. Die Realität ist und bleibt dein absoluter Erzfeind. Deine Comedy wird nie so witzig sein, wie die Sachen, die du ernst meinst.
Ja, auf jeden Fall auch wirklich eine der geilsten Passagen jetzt von Craze aus dem Cynic Battle. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist tatsächlich so mein Favorite Battle an dem Abend. Ich habe euch ja in meinem allerersten Video hier, der Jahresrückblick 2023, wer es noch nicht gesehen hat, einmal abchecken. Da habe ich euch gesagt, würde ich eine Top 10 machen von 2023, wäre Craze da auf Platz 1. Ne? Einfach von den Namen, die er gebattelt hat, die Leistungen verglichen, die er da gemacht hat. Also kein schlechtes Battle. Drei Top-Namen auf jeden Fall mit richtig guten Leistungen entgegengetreten. Ob er das jetzt alles gewonnen hat oder nicht oder ob man drüber reden kann, scheiß mal der Hund drauf, ne? Was ich krass finde, ist auch, wenn ich drüber nachdenke, dass Craze seit dem Cynic-Match überhaupt kein Diltily-Battle mehr gemacht hat, oder? Ich überlege mal, wenn ich sowas sage, aber hat er nicht. Danach kam das Tour und Two bei FOB gegen Lilly und Basie. Aber ansonsten, Kassel war der nicht, NR Weekend war der nicht, so ein Proving Grounds ist klar, dass er da nicht war. Oder hatte der vielleicht so ein verstecktes Match auf dem United-Event auch nicht, oder? Also so ein On-Beat-Tour-and-Tour oder so ein Scheiß hatte der, glaube ich, nicht. Ne? Also der war jetzt wirklich auch ein Dreivierteljahr lang nicht bei Diltily. Wundert mich so, ne, dass der jetzt, das ist jetzt das dritte Mal hintereinander, dass der nur den Festsaal mitnimmt. Mich reizt das gar nicht so übertrieben. Ne? Also wenn ich jetzt so ein absolutes Highlight-Ding habe, klar, dann kann man sagen, alles klar, bietet sich Festsaal so je nach Matchup so schon für an. Aber so vom Grundsatz her versuche ich eher auf den anderen Events zu battlen. Ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach wohler. Wie gesagt, dritte Mal in Folge Festsaal für ihn jetzt. Mighty zuletzt in Kassel gewesen. So, was kann ich zu dem Battle sagen? Also ich bin mal gespannt, was Craze macht. Ich glaube, der hat sich eigentlich gar nicht in seiner Karriere mal so diese längere Auszeit genommen, oder? Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich verfolge den nicht, seit er dabei ist. Der kam ja auch erst über Doodle und Diltily Co. Events und sowas. Damals noch so mit Dreadlocks. Da würde ich aber sagen, hat der auch ziemlich häufig gebattelt. Dann hat er versucht, vieles andere mitzunehmen. Der war mal in der BRB gegen Mars. Hat bei Diltily seinen Weg weitergemacht und so. Also der war hier und da, hat aber eigentlich keine längere Pause gemacht, würde ich sagen. So, und das kommt mir, wenn man das Tour und Two, ne, einfach weil es kein 1 gegen 1 ist, mal kurz außen vor lässt, dann ist der jetzt solo ein Dreivierteljahr nicht am Start gewesen. Ne? Man weiß nie, was im Leben abgeht. Das ist halt auch die Frage, so wollte er, keine Ahnung, hat er so einen Punkt gehabt, wo man auch einfach nochmal drüber nachdenkt, okay, ich muss ein bisschen sammeln oder ich will mal ein bisschen Zeit vergehen lassen, ein bisschen meine Battles angucken, analysieren, gucken, wo ich mich verbessern kann, gucken, was nicht so gut zieht und was auch immer, irgendwas verändern, wenn ich zurückkomme. Mighty ist halt auch einfach so ein Gegner, so wenn man die Anfrage bekommt, dann sagt man nicht nein. Und jetzt ist so die Frage, was könnte da passieren? Ich muss sagen, so für mich ist Mighty so auf all time der größte Name, hatte auch das gewaltigste Comeback. Und jetzt wird es für mich so ein bisschen schwierig. Ich finde nämlich, also gegen Kid Soldier hat er mich gar nicht bekommen. Und gegen Tobi hatte ich mega viel Spaß, muss aber sagen, hat das jetzt wirklich nur mit Battle-Aspekten zu tun, also quasi die Punchlines, ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Mighty seit seinem Comeback, also gegen Kato, da war alles perfekt, aber gerade jetzt auch in einem Tobi-Match, was auf jeden Fall auch eine mega Leistung war, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der punktet auch aktuell sehr viel über seinen Charakter. Und wenn man dann beispielsweise die Jungs sich anhört, die Battles analysieren, seien es ein Cynic, ein Fabs, ein Niles inzwischen auch, dann habe ich das Gefühl, ist der inhaltlich auch nicht mehr auf dem Level, dass der solche Matches gewinnt. Also wenn man sich jetzt das Tobi-Match anguckt, dann habe ich das Gefühl, der hat dich live vor Ort extrem gecatcht. So, und vielleicht haben die Leute nach dem Event gesehen, geil, Mighty wieder Todesabriss. Wenn du es dann aber so ein bisschen unter die Lupe nimmst, kannst du es eigentlich nur an Tobi geben. Ne? Also das jetzt zu diesem Battle. Und für mich ist dann einfach die Frage, warum ist das so? Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, der hat so ein bisschen Schwierigkeiten, das, was momentan von dieser Community gewünscht wird, wenn er es denn will,
diese Angles zu picken. Also quasi drei Runden, verschiedene Themen zu nehmen, hier ein bisschen lustig machen, da ein bisschen deeper werden und keine Ahnung, vielleicht noch so ein Mix daraus, wie man halt möchte. Aber dass das irgendwie nicht so sein Ding ist, ne? Dass der gegen Kato beispielsweise so Überthemen hatte, da ging es quasi in zwei Runden um das in Anführungszeichen schlechte Titelmatch von Kato gegen Kitsoulja, kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern, so, ich habe es nur einmal geguckt, und gegen Tobi hat es halt auch so mit dem naheliegendsten Thema in mindestens zwei Runden extrem viel zu tun gehabt, und das war halt so die Homosexualität. Natürlich macht Mighty das dann 10 von 10, aber ich habe einfach das Gefühl, wenn du so ein Battle dann unter die Lupe nimmst und guckst, wer hat geiler gebattelt, wer war kreativer und so weiter, dann hat er auf jeden Fall eine minimale Themenauswahl. Ja, und das wäre jetzt bei Craze für mich die Sache so. Wenn man mich jetzt fragt, hast du nochmal Bock gegen Craze zu battlen, und ich überlege kurz, okay, was kann ich sagen? Ich habe direkt sehr viele Themen im Kopf, aber ich glaube, viele haben so eine Überschrift. Ja, so, und also dass du die so in eine Kategorie stecken kannst, die du dann eigentlich angreifst. Und das wäre jetzt für mich die Frage, nimmt Mighty sich jetzt so die zwei offensichtlichsten Themen gegen Craze und spricht diese an und zieht die wieder über zwei Runden ungefähr? Oder schafft er es in dem Match, möchte er es überhaupt schaffen, einen Craze dann vielleicht auch mal mit was Neuem anzugreifen? Oder zumindest mit mehr Themen als so den Dingen, die man erwartet. Ne? Und das ist halt das, wo ich halt sage, so dass Mighty da live abreißen wird, ist außer Frage. Aber inwieweit holt sich ein Mighty das Match, wenn du es halt analysierst? So? Und wenn du dann wirklich die Lines dann schon mal gehört hast und dann einfach nicht nur guckst, okay, wo habe ich jetzt mehr drüber gelacht und alles, sondern was hat schon mehr geballert, so, ne? Und ich weiß nicht, das ist meiner Meinung nach Craze große Stärke, auch im letzten Jahr gewesen, so, dass der halt viele Dinge hat, bei manchen Battles ist es halt direkt live geglückt, bei manchen Battles hast du es dann irgendwie immer besser nachvollziehen können, wenn du es dir dann halt noch ein zweites oder ein drittes Mal angeschaut hast. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Craze diesmal auch live extrem abreißen wird. Also wie gegen Cynic, ne? Dass du halt einen sehr großen Namen als Gegner hast. Ne? Für mich ist halt immer so die Frage, ich habe immer noch beispielsweise auch bei Cynic das Gefühl, wenn der kommt und so redet, okay, ne, wenn mein Name da steht, dann werden die Tickets schneller ausverkauft und so weiter und so fort, wird ja so ein bisschen bedeuten, es müsste eigentlich ein Cynic-Publikum geben. Es müsste ein Publikum sein. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Cynic würde auch eine ganze Menge Leute ziehen, die außer Cynic nicht viel Input an Battle Rap haben. Also sprich, die Cynic kennen und verfolgen, aber die vielleicht seine Gegner gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Ne? Und das heißt, das müsste sich in einem Publikum, ja, wo die meisten für einen Cynic kommen, eigentlich bemerkbar machen. So, und das fand ich weder gegen Mikesh, dass das der Fall war, noch war das gegen Craze der Fall. Ich würde sagen, eher im Gegenteil. Ich hatte bei beiden Battles das Gefühl, Cynic hat die Crowd gegen sich. Ne? Und ich glaube, das wird bei Mighty halt nicht so sein. Also ich glaube, Mighty ist so einer, ne, der halt auch einfach mit den Aussagen, so mit dem Typ, der er ist, ne, den wollen die Leute sehen, den feiern die Leute, und der wird die Crowd diesmal so auf seiner Seite haben. Ne? Und da muss Craze auf jeden Fall gegen ankämpfen, weil ich würde einfach mal sagen, und auch da weiß ich nicht genau, woran es liegt, egal was Craze für eine Denkweise hat und was der für gute Battles geliefert hat. Ich glaube, der ist für viele Leute irgendwie noch so, weiß nicht, irgendwas können die, glaube ich, auch nicht an ihm leiden. Ne? Wenn er dann liefert, so, dann feiern sie ihn. Aber wenn er auf dem Flyer steht, dann ist das jetzt auch nicht die allergrößte Vorfreude. So nehme ich das wahr. Ne? Ob das so ist, weiß ich nicht. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass Mighty hier von Crowd-Seite auf jeden Fall bessere Karten hat. Aber wenn das Battle so verläuft wie die letzten Battles der beiden, dann glaube ich, wird Craze das Ding auf jeden Fall knapp holen. In einem Q&A fragt dich jemand, warum du denn Pep ziehst. Denn das ist ja ganz schön dumm. Und du antwortest mit, wenn deine ADHS-Medikamente gerade leer sind, benutzt du es gerne als Ersatzprodukt,
Weil beides als Amphetamine den gleichen Wirkstoff haben. Und mit dem kannst du dich leicht konzentrieren. Gesunde Logik, Wasser und Wodka können bestimmt auch gleich gut hydrieren. Und dann liegt halt schnell meine Nase auf dem Tisch. Kann ja jeder verchecken. Denn du hast ja eine Verhaltensstörung und deine Medikamente sind... Kauf dir doch einfach neue Tabletten! Nee, denn stattdessen wird schnell ein Baggy bei der Privatapotheke bestellt. Der beste Zehner der Welt. Doch das hat mit De Bruyne nichts zu tun. Nur bei Kevin unter Einfluss von Pep höhere Leistungen abruft. Digga, bist du eine Prothese? Wie kann man so arm dran sein? So zu tun, Theater zu spielen in einem Asylheim, käme mit einer Heldentat gleich. Denn parallel zu solchen Zeilen, die du stolz in deine Parts schreibst, hältst du deine Schnauze, wenn mal jemand ein solches Heim angreift. Digga, du lutschst Schwänze für Crowd-Reactions. Was für dope Texte, deine Kompetenzen sind auf Shows beschränkt. Deine Performance recht gut, doch bist ansonsten weg. Deine gegen Akanu sprichst du deinen Dank aus an Leute, die Nazis bekämpfen. Warum meldest du mich dann? Anstatt sofort auf deine Knie zu fallen mit meinen Bällen in der Hand und beten zu meinem Schwanz, hol die Theatermädels ran, Junge! Das ist auch so ein Matchup, boah, das hätte ich gar nicht kommen sehen. Also ich muss sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass Ilhan generell nochmal ein Battle macht. Der war so lange weg, der hat auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, war das letzte das Tour und Two, was er mit Tabletten-Timmy hatte? Da ging es halt im Interview auch viel um Unzufriedenheit mit der Gage und sich so ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt und sowas. Ich weiß es nicht genau. Ich will da jetzt auch nicht irgendwelche alten Sachen aufrollen, die vielleicht gar nicht so waren, wie ich das jetzt in Erinnerung habe. Keine Ahnung. Und dann gegen Requiem. Na, ich weiß nicht, so passt irgendwie gar nicht, könnte aber auch genau darum halt ein sehr geiles Battle werden. Requiem ist, glaube ich, auch so der aufstrebende Newcomer im letzten Jahr gewesen. Na, ich glaube, das hat so ein bisschen gebraucht, bis man sich daran gewöhnt hat, was der da so macht. Und desto mehr Battles er gemacht hat und desto mehr die Leute so seinen Style gecheckt haben und akzeptiert haben, desto besser funktioniert das einfach, glaube ich. Ne? So habe ich das bisher wahrgenommen. Und jetzt sind wir im Festsaal Kreuzberg. Da hat Requiem, bin ich mir ziemlich sicher, noch nie gebattelt. Der wirkt immer ziemlich schüchtern und zurückhaltend. Das schaltet der in Battles meiner Meinung nach aber dann auch komplett aus. Jetzt hast du einen Gegner, der lange, lange nicht da war. Ne, da ist dann immer die Frage auch, reite ich jetzt auf ganz alten Sachen rum? Die sind fürs Publikum nicht direkt greifbar, ne, weil wenn er jetzt sagt, Ilhan hat so und so gemacht, der muss das erstmal komplett aufbauen, weil die Leute werden es kaum noch auf dem Schirm haben, weil Ilhan hat das Ganze ja nicht vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen gemacht, ne, in seinem letzten Battle, sondern das liegt weit zurück, ne, oder bezieht er sich auch auf ganz andere Dinge, ne. Ich glaube, Ilhan war auf jeden Fall nicht inaktiv, während er keine Battles gemacht hat. Ich glaube, der hat unter einem neuen Namen Mucke gemacht. Ich weiß es nicht, ich habe ihn jetzt auch nicht so krass verfolgt in der Zeit. Wir hatten damals auf jeden Fall mal ein bisschen Palaver. Ist aber im Endeffekt auch nichts draus geworden. So, ich würde einfach mal sagen, das ist verjährt und ich weiß nicht, wann war das? Ich glaube, wo Kato seinen Titel gewonnen hat, da war ich auch mit einem Kollegen halt spontan in Berlin. Waren wir danach noch einen Döner essen und da sind ich und mein Kollege quasi genau an Ilhan und drei, vier Jungs vorbei. Ne, da gab es einen Blickkontakt und ich glaube, wir beide haben so gesagt, scheiß drauf, ne? Kindergarten, also das wäre auf jeden Fall meine Einstellung, war auch nichts Wildes, ne? War nichts Wildes. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass er zurück ist, ich glaube, sehr erfrischend für die Szene. Der hatte schon eigentlich immer einen recht coolen Style, ne? Sehr aggressiv, so ein bisschen streetlastiger, ne? wo viel zu wenig in der Szene sind. Und für mich ist einfach so in der jetzigen Phase die Frage, wie zündet das? Ne? Ist das für die Masse so erfrischend wie für mich, ne? Dass die sagen, geil, endlich mal wieder sowas? Ne? Weil ich meine, der battelt jetzt zum Beispiel auch nicht so wie ich, ne? Oder wie ein Mighty. Also schon Street, aber
was ganz anderes. Ne? Also ich weiß gar nicht, inwieweit er das in den Battles gemacht hat. Der hat auch immer viele Postings gemacht und so, wo du so politische Haltung und sowas siehst. Ne? Ich weiß aber gar nicht, hat der viel Politik in Battles gemacht? Ich würde jetzt eher mal sagen, nein. Also ist für mich irgendwo auch eine wirklich Überraschungstüte, was der am Ende bringen wird. Ich habe aber auch in diesem Match das Gefühl, dass der irgendwie zurückkommen wird und ein richtig geiles Comeback machen wird und Rekim hier sehr, sehr gefährlich sein wird. Ne? Ob das für einen Sieg reicht, weiß ich nicht. Bei Rekim sehe ich das ähnlich wie bei Hiding John. Der battelt momentan ohne Ende. Ne? Der ist, glaube ich, wenn ich gegen Lilly battle, ist der auf dem Flyer. Der hat vor kurzem hat der noch ein FOB-Battle gemacht, der war im Dezember bei Top Tier, also der hat auch echt viele Battles in letzter Zeit gemacht, und für mich ist dann immer die Frage, wann übernimmt sich jemand, ne? Und oder was hat der generell gerade für ein Leben so, wie viel Zeit ist da für Battle Rap, ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt die nächsten fünf Battles machen, ich würde es nicht unter einen Hut bekommen, so, ne? Vor 5 Jahren allerdings hätte ich das easy gemacht. Na, ob die Qualität dann konstant die gleiche ist, weiß ich nicht, aber zumindest so die Zeit nutzen könnte ich damals so, ne? Oder hätte ich damals gekonnt. Also ich weiß es nicht, ne? Ich finde Rekims Style immer sehr schwierig. Ne? Ich muss sagen, ich finde es sehr krass. Habe aber auch immer das Gefühl, dass mir das am meisten taugt, wenn ich das zweite Mal irgendwie auf YouTube sehe oder im Pay-Per-View sehe oder sowas. Und dass es teilweise zu langsame Aufbauten ist. Also dass bis er zu einem Punkt kommt, ne, wo dann wirklich ein Ding nach dem anderen zieht, hat er immer eine ziemlich lange Reise bis dahin. So. Und das ist mir manchmal zu viel. Ne? Wenn du jetzt einen dritten Part hast, wo du über einen ganzen Part was aufbaust, wo im Endeffekt alles auf die letzte Line baut, kann das mega geil sein. Ne? Also kannst du natürlich auch im ersten oder zweiten Part machen. Aber wenn du in Battles, sage ich mal, oft immer wieder so bis zu dieser enthauptenden Line so extrem lange Aufbauten hast, so kommt mir das so ein bisschen bei ihm vor. Oder so habe ich es jetzt im Kopf, wenn ich an ihn denke. Weiß ich nicht so, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass ein Ilhan, wenn er jetzt zurückkommt, wirklich Highlight für Highlight hat. In welcher Form auch immer, ne? Also ob der da ein Statement macht, ob der sich selber ein bisschen representet oder ob der auf seinen Gegner geht. Ich glaube, da wird spätestens jede zweite Line wird ein Treffer sein, ne? Wird eine Crowd-Reaction sein. Und ich habe hier auch, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen das Gefühl, dass Ilhan sich das Ding hier holt. Und da mein Name bekannter ist als diese Plattform, Sympathie check, lernen viele diesen Mann jetzt erst kennen. Und wenn man ihn das erste Mal sieht, könnte man erst mal denken, der kifft sehr viel, ist sehr, sehr unsportlich und zockt gern Dungeons and Dragons. Gut. Bist halt auch sehr, sehr unsportlich, kiffst sehr viel und zockst gern Dungeons. Aber laut eigener Aussage, so ehrlich muss man halt schon sein, aber laut eigener Aussage spielst du ja auch sehr, sehr viel Basketball. Ne? Also Fantasy-Basketball. Online. Wenn man das erste Mal sieht, könnte man erst mal denken, der wäre ein hobbyloser Musiker, der beruflich was Soziales macht. Dicker, wir lassen das. Wenn ich dich so angucke, kannst du gar keine Legende sein, weil du mir dafür viel zu lebendig scheinst. Doch wir ändern's gleich. Komm, zeig deinen Gangster-Scheiß. Aber Mighty sagt, das war früher. Die Zeiten sind heute längst vorbei. Heute nur noch mit Kindern zu tun wie Pennywise. Vom Drive-By zum Drive-In bezahlen mit App-Gutschein. Er kümmert sich gut um seine Kids. Er könnte schon fast dieser Jeffrey Epstein sein, okay? Okay, shit, vielleicht ging das jetzt zu weit. Ich will nur sagen, mir scheißegal, ob du Familie oder Kinder hast. Wenn du hier im Ring einen auf Gangster und behindert machst, dann hoffe ich auch, du backst den Scheiß. Dann komm ich mit Artilleriegeschosse in die Wohnsiedlung von Familie Hoppe. Kann mich niemand stoppen, dir weh zu tun. Ich lass meinen Respekt daheim. Und auch wenn dein Hund dann kläfft und beißt wie der letzte Brian, hab ich eine Spritze, die wirkt wie deine Mucke, Homie. Die Schläfert ein Klick, bang, vorbei. Der letzte Schrei, eigentlich könnte der Scheiß hier auch auf Netflix sein. Denn ich hab für den Family Guy eine Mac dabei. Ja. So, Cynic gegen Tobi.
Ich finde es sehr, sehr schwer, das Battle so zu predikten, weil ich würde einfach mal sagen, Cynic, der, sag ich mal, so den Ruf hat, so bei Diltily noch nicht so das Highlight gehabt zu haben, was ich nicht ganz so teile, ne? Also ich muss sagen, gegen Mikesh war definitiv kein Highlight seiner Seite, von seiner Seite aus. Ich fand aber, gegen Craze hat er ein richtig gutes Battle gemacht, so, ne? Wenn man jetzt einfach mal diesen Zeichentrick-Scheme da rausklammert, dann war das eine super erste Runde. Es war bis zu diesem Scheme halt auch eine super zweite Runde. Und in der dritten hat man einfach das Gefühl gehabt, der ist genervt, ne? Der ist abgefuckt, der ist ein bisschen raus, der hat nicht diese Power, ne? Das habe ich, glaube ich, auch in der Reaction auf das Battle gesagt. Der hat ja da, sag ich mal, so ein Remake von seinem, wie ging der Scheiß nochmal? Wenn es um Dinge geht, von denen du nicht den blassesten Schimmer hast. Das Ding, ne, aus dem Bong-Taggy-Rematch, das hat er ja quasi in der dritten auch nochmal gegen Craze gemacht. Und da hat mir einfach diese Power, dieses Aggressive, was er, wie er das Taggy halt in die Fresse gerotzt hat, so, das hat mir da gefehlt. Hat vielleicht damit zu tun, dass die zweite am Ende einfach so kaputt gegangen ist, ne? Aber ansonsten war das ein super Battle von ihm. Und ich glaube, dass Tobi auf eine Art und Weise für einen Cynic auch ein gefundenes Fressen ist. So ähnlich wie ich damals beim Top Tier Takeover Battle. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Cynic diesmal nicht sich versucht, wie beim Craze Battle, vielleicht auch so ein bisschen so vom Schreibstil so eine Diltily Crowd anzupassen, sondern dass der sagt, man, der Gegner hat so viel Offensichtliches, ne, was ich perfekt durch den Dreck ziehen kann, wo ich mich drüber lustig machen kann, und ich hab irgendwie im Gefühl, er kommt diesmal so, ne, zumindestens in 2 von 3 Runden einfach auf die Fresse, böse, lustig, so. Vielleicht geht er auch mit einer Runde tiefer, ne, aber ich glaube, Cynic ist immer am besten damit gefahren, wirklich das zu machen, was er kann. Das ist Comedy, und ich glaube, das wird er hier machen, und ich glaube, das wird sein bestes Diltily-Match, ne, was er hatte, das dritte. Und kommen wir zu Tobi. Also ich finde, Tobi ist momentan so auf dem besten Level so, und ich finde das immer sehr, sehr schwierig, Leuten das anzuerkennen, die eine lange Zeit, sage ich mal, unterm Radar geschwommen sind. Also, weil, wie ich auch zu Tobi gesagt habe in unserem Battle, ich habe ihn jahrelang im Two-on-Two mit Max Stone gesehen, und ich würde gar nicht sagen, dass Max Stone den runtergezogen hat, also auf gar keinen Fall. Ne? Ich fand die beiden halt immer so, die haben vieles zu Unrecht verloren, aber waren halt auch irgendwie nicht stark genug, ganz eindeutig zu gewinnen. So, ne? Also irgendwie so im oberen Mittelfeld. Ne? Also die musstest du eigentlich auf dem Schirm haben, die haben eigentlich immer gut geliefert, aber da war jetzt auch nichts irgendwie auf Team Reim oder Onkel Oktomusch Zwetschge-Level, was die Two-on-Twos angeht. Dann kommt Tobi zurück gegen Mars B, wo ich denke, das war halt ein Match, wo auch so viel Persönliches, glaube ich, einfach dazu animiert hat, sowas rauszulassen. Ne? Wirklich so ein Hass auf der einen Seite, Vorwürfe, Themen, die kein anderer Mensch auf der Welt wissen kann, so, ne? Die dann einfach Gold sind für so ein Battle. Und dann hat er aber auch so eine Zeit gehabt bei BRB, hat er ein paar Battles gehabt, auch das ein oder andere Diltily, oder ich glaube, Doodle war ja auch ein paar Mal. Das war alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. So, das war nicht schlecht, aber das war jetzt auch nicht Endlevel. Und ich persönlich würde sagen, allerspätestens mit dem Knights Battle ist Tobi auf einem Top-Level. Also wirklich krankes Level, wo der ist. Zeigt jetzt auch Match für Match, dass der da nicht mehr von ablässt. So, ne? Also der ist gegen Niles super gekommen, der ist gegen mich super gekommen, dann waren ein paar Monate raus, jetzt hat er gegen Mighty ein super Battle gemacht, dann kam jetzt noch das Papa TR Battle Onbeat, ja, das, also lassen wir die Onbeats raus, ne? Jetzt nicht, weil ich irgendwie fand, dass die schlecht waren oder sowas, aber ich glaube, A, bin ich jetzt nicht der Typ, der ein Onbeat Battle am besten bewerten kann oder sollte. Und B, finde ich, ist das einfach eine ganz andere Disziplin als A cappella, ne? Also was du da machst, du versuchst zu flowen, du versuchst krass zu rappen, so, du hast halt ein Beat, ne? Du hast eingeschränkte Möglichkeiten, Lines zu schreiben, die du im A cappella halt nicht hast, ne? Und dementsprechend will ich das nicht jetzt damit bewerten. Deswegen A cappella, ganz, ganz hohes Level.
Und ich finde auch seit dem Papa TR-Ding mit diesem Promo-Ding, dass er gegen Papa TR so eine ganze EP gedroppt hat, was er aktuell gegen Cynic auch macht. Ich glaube, drei Tracks sind draußen. Ich habe vorher auch so wenig Mucke von Tobi gehört und ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde das mega lustig. Ne? Ich weiß nicht so, ne? Ich glaube, wenn die Inhalte ganz anders wären, dann könnte man das auch richtig gut wirklich als EP droppen. Ne? So ist es jetzt nochmal für mich besonders witzig, so weil es halt diesen Battle-Rap-Bezug hat, ne, immer zu den Gegnern und ich da natürlich auch sehr drinne bin aktuell wieder, so was Battle-Rap und alles drumherum angeht, so, ne, deswegen feiere ich diese Provokations-EPs von ihm umso mehr und ja, ich weiß es nicht, also ich glaube, dass er auch nicht davon loslassen wird, den Titel in diesem Jahr zu jagen. Ne, Kato ist weiterhin Champion, das heißt, wäre Nails jetzt Champion geworden, dann hätte man sich drüber streiten können, ob das ein zu nahes Rematch gewesen wäre mit ihm und Nails. Gegen Kato gab es im letzten Jahr dann auch schon Feuer, ne, Sticheleien von Kato in seine Richtung, die Schüsse zurück im Battle gegen mich. Also, das bahnt sich an und ich glaube, man kommt auch nicht mehr um ihn herum, wenn er in diesem Battle abreißt. So, und ich gebe jetzt einfach mal meine Meinung ab oder meine Prediction ab. Ich sage, das wird ein richtig geiles Battle und ich sage, das wird der beste Cynic bei Dilteli. Also das wird Cynics beste Dilteli-Leistung, aber trotzdem glaube ich, wird Tobi das Ding holen. Ob jetzt knapp oder eindeutig, ist egal. Also ich glaube, man wird auf jeden Fall sich einig sein hinterher, dass Tobi das Ding geholt hat und ich denke mal, dann geht's für ihn Richtung Titel. Das ist meine Prediction. Ich glaube, das war's, oder? Genau. Ist jetzt wirklich schon wieder ein bisschen her. Ich glaube, das letzte, wo ich eine Prediction gemacht habe, war ja das NL Weekend, oder? Oder hatte ich danach nochmal eine? Onbeat Event war ja davor, da habe ich was drauf gemacht. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wäre doch mal witzig, dieses Bingo wieder einzuführen und dann kam mir jetzt gerade, wo ich das Video gestartet habe, die Idee, lasst doch daraus ein Gewinnspiel machen, dann gebe ich euch, den Aktiven unter euch auch mal wieder was zurück auf diesem Kanal, das habe ich glaube ich in der Form so noch gar nicht gemacht, ne? Ich meine, für 1000 Abos habe ich euch dieses Q&A direkt gemacht, ne? Das kam aber auch ziemlich schnell, inzwischen sind wir bei fast 5000 Abos. Ich sehe so einen ziemlichen Durchschnittswert aktuell, wie viele Leute hier die Videos immer gucken. Ich habe euch mehrfach schon gesagt, ich liebe diesen Austausch in den Diskussionsvideos mit euch. Genau, deswegen hier mal was zurück. Ich kläre das auf jeden Fall mit Diltily ab und würde sagen, zweimal Pay-Per-View-Code München für die Gewinner. Oder sollen wir sagen, Pay-Per-View-Code Mayhem? Machen wir zweimal Mayhem. Komm, kriege ich auch aus denen raus. Weil es geht ja hier schließlich auch um Mayhem. Das heißt, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind nicht ganz so viele, vielleicht wären ein paar mehr spannender gewesen. Naja, ich habe jetzt 6 Fakten für euch. Ich lese die gleich einfach mal vor. Und das heißt, ihr könnt kommentieren, schreibt einfach Gewinnspiel und schreibt dann drunter, welche Facts von mir am Ende auch so passieren. So, ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, alle 6 treffen und alle 6 treffen, dann habt ihr gewonnen. Ne? Außer wir haben jetzt noch viele andere, die da auch richtig liegen. Also wenn sich jetzt 4, 5 Leute den Platz teilen, ich verlose 2 Codes, dann schreibe ich mir die Namen einfach auf, ja, lose das aus. Ne? Und dann würde ich sagen, die Gewinner werden angeschrieben, kommentieren einfach mit ihrem Instagram-Account oder mit ihrem Facebook-Account, was auch immer ihr nutzt, und darüber schicke ich euch dann per PN einen Pay-Per-View-Code zu. Das machen wir auf jeden Fall so. Also viel Spaß beim Bingo. Ich sage, Fact Nummer 1, es wird eine NR-Weekend-Line geben von Cynic. Also mit NR-Weekend-Line meine ich, es wird irgendein Vergleich oder irgendeine Line mit Bezug zu dem Rauscutten meiner Lines beim NR Weekend geben. Das heißt nicht, ne, weil ich jetzt sage, es wird oder Cynic wird so eine Line droppen, dass nicht auch in
weiteren Matches darüber irgendwas geredet werden wird. Na, ich sage einfach ganz klar, Cynic wird eine Line über dieses Thema machen. So, na, wenn ihr sagt, das wird passieren, dann schreibt das auf. Fakt Nummer 2, ich sage nur, das Match Shizu gegen Hiding John wird gejudged. Fakt Nummer 3, ich sage, im US-Battle Hollow the Dawn gegen Quill kommt eine Line auf Deutsch. Von wem ist egal, ich sage, einer von beiden wird auf jeden Fall etwas Deutsches sagen. Und zwar eine ganze Line. Also jetzt nicht einfach, hallo Berlin, wie geht's dir? Oder sowas, ne? Also die, es wird eine komplette Line auf Deutsch geben. Fact Nummer 4, Tobi fordert ganz klar das Titelmatch. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass der irgendwie ein Ultimatum stellt. Also von wegen, wenn ich jetzt das Titelmatch nicht kriege, dann trete ich zurück oder so ein Scheiß. Aber ich sage, er wird auf jeden Fall wieder den Titel fordern. Also er wird das ganz deutlich machen, na, dass er den Titel dieses Jahr haben will. Ich glaube, die Jagd geht weiter. Ja, ich würde auch sagen, wenn er gegen Cynic abreißt, dann hat er sich das verdient. Wer was anderes sagt, der sagt auch, Hühner können fliegen. Also, ne, wenn ihr sagt, Tobi wird das machen, dann haut auch das in eure Prediction rein. Fakt Nummer 5, ich sage, Craze kommt mit einer neuen Frisur. Jetzt ist halt die Frage, was hatte der zuletzt für eine Frisur? Ne? Das ist vielleicht ein bisschen fies. Ich würde einfach sagen, Faktencheck, wir gucken in sein letztes Battle rein. Mit letzter Frisur meine ich, er hat gegen Cynic, glaube ich, eine Kappe aufgehabt, ne, und hatte darunter einen Boxer mit Seiten auf Null, oder? Also so richtig ungewohnt so. Und ich sage, der wird auf jeden Fall eine neue Frisur haben. Das müssen jetzt nicht Dreadlocks sein, das kann sein, dass die wieder blau, grün, rot, was auch immer sind. Er wird auf jeden Fall so, dass wir alle sagen können, okay, stimmt, eine neue Frisur haben, eine andere Frisur als beim letzten B-Day. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Seiten immer noch auf Null sind und die Haarpracht oben ist einfach einen Meter lang geworden. Es ist eine neue Frisur. So. Und der letzte Fakt, Mighty wird auf jeden Fall eine Line droppen. A, über die Fingernägel und B, über das Tigerkostüm. Hundertprozentig. Also ich hoffe, ihr habt es verstanden, ne? Und ich sage, mit der Craze-Aussage werden wir uns auch noch einig. Ich hoffe, das animiert euch mal, hier noch aktiver zu werden. Wird vielleicht dem einen oder anderen auch ein bisschen Spaß machen. Ich gucke einfach mal, wie es ankommt. Wenn ich öfter Predictions mache und Zeit dafür finde, dann mache ich das beim nächsten Mal vielleicht mit ein paar Fakten mehr. Einfach mal gucken, wie es ankommt, wie es abläuft. Und so weiter und so fort. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet viel Spaß mit dieser Prediction. Wir sehen uns nicht in Berlin. Wir sehen uns am 18.05. in Köln. Ich wünsche allen, die in Berlin sind, sehr viel Spaß. Das wird ein richtig geiles Event. Bei allen, die es nicht schaffen, hoffe ich, ihr habt ein bisschen Kohle, um das Ganze euch im Pay-Per-View zu gönnen und dann auch direkt darüber reden zu können. Und der letzte Punkt, da kam jetzt auch ein bisschen Werbung für, wenn ihr Diltily nicht nur abonniert, sondern Diltily Member auf YouTube werdet, gibt es glaube ich in zwei Varianten, das eine kostet 2 Euro, das eine andere kostet 5 Euro, dann habt ihr in Zukunft auch die Möglichkeit auf Exklusivrechte, was zum Beispiel heißt, ihr könnt da bei bestimmten Sachen mitreden, was eben nur Member können, ihr könnt bestimmte Smileys benutzen oder Emojis benutzen, die nicht jeder hat. Und was für mich, glaube ich, so das Geilste wäre, wenn ich mir keine Pay-Per-Views leisten könnte, weil zu teuer. Ihr werdet auch die Uploads auf YouTube circa 2-3 Wochen früher sehen können, nämlich dann, wenn das Team das Ganze hochgeladen hat und noch nicht auf online gestellt hat, dann könnt ihr trotzdem schon jeglichen Content ein paar Wochen früher sehen und ich glaube, das wäre so mein Highlight. Also egal wo ihr es seht, ihr werdet viel Spaß beim Mayhem haben. Damit bin ich auch raus und wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder, wenn ich euch diesmal in einem Tutorial zeige, wie ihr Battles schreibt, wie der Go Yalla.